sich viel schneller. Naja, ich hätte auch nicht fragen sollen. Oder ich hätte auch was machen können. Aber das macht ja weniger Spaß. Ich meine, er will doch Assassine werden, ja? Und das Töten muss man halt früh lernen. So, Pferde wollen nicht ins Haus. Gut, dann gehe ich alleine. Mission starten. So. Keiner zu Hause? Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Oh, okay. Gehen wir. Verschwinde! Ich werde nicht gehen! Rodon HG dann. Ach ja, ein Assassin muss auch klettern können. Ganz, ganz wichtig. Gebäude hochklettern. Und es regnet. Es ist abends geworden. Ich muss ein Lager aufschlagen. So, perfekt. Das ist mein Lager. Matte auf dem Boden und hinpennen. Reicht doch. Da komme ich selber kalt hier. So, guten Morgen. Und schön geschlafen. Frisur sitzt natürlich. Der Tag danach. Ist die Matte immer noch da? Nö, die ist verschwunden. Ja, wieso soll die auch da? Das ist eine Einwegsmatte, die verschwindet. Nach einem Gebrauch verschwindet die einfach. Keiner zu Hause. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Oben? Da, Balkon. Nö, doch nicht. Da, an der Seite, ich hab's gerade gesehen. Ja, noch weiter tief, also noch. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Och, das ist doch unhöflich. Ich komme hoch! Er hat doch ganz nett gefragt, also bilde mich aus, war doch nett genug, oder? Ach ja, hat ja nicht bitte gesagt, ja, sorry. Stimmt. So, hör mir doch zu, wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Und du wirst nur eine Sache finden, den Tod.
Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Das ist so traurig. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Okay. Schon wieder schlafen. So einfach wirst du mich nicht loswerden. In den Stall. Ah! Ist auch sehr spät geworden. Du bist mein Lehrer. Du musst einfach. Ich habe mir den ganzen Tag verschlafen hier fast. Oh oh. Sind das nicht die zwei, die ich gekillt habe vorhin? Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Oh oh. Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Oh. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gemacht. Komm her. Also kämpfen kann ich schon mal sehr gut. Beziehungsweise Connor. Oh, ist er nicht tot? Oh. Au. Liegt hoch. Oh ja, ich liebe diese Multikills hier. Was? Ah ja, er hat ein Messer in der Hand. Nein, ich habe Schaden bekommen. Das ist perfekt. Aber Limit für. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Oh. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Das war... Nicht das zum Reden. Oh. Also sieht ganz nach einem Assassinen aus. Vielen Dank. Räum hier auf. Darf ich sie beklauen? Und dann sollten wir wohl reden. Alter Mann, denn... allein im Haus wohnt, ist doch nicht verdächtig. Nee, das sind nur noch die Waffen. Ach, nö. Ach, ich nehme mal eine mit. Nur für den Fall. Falls der mir mal blöd kommt. Ins Haus rein. Ah, jetzt hat er es fallen gelassen. Schade. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Agedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, ich töte gern Menschen. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Ja, ich will sie auch hören. Ach, Manu. Oh. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewigwährenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit.
Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Ich hoffe Warum nicht. Reparierst du es nicht? Jetzt? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Lauf, alter Mann, komm. Audio. Dann kauf es. Schubst mich eiskalt weg. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte. Oh, ich hoffe, wir essen was. Die Taschen voller Geld. Käse. Früchte. Ja? Warum nicht? Gemüse. Kamin, wo ist er hin? Oh mein Gott. Oh, andere Seite, Scheiße. So naiv. Schön durch die Wand. Aha, super. Ich will durchlaufen. Der Folterkeller. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon Doch. Gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Mein Schatz. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ein junger Padawan. Ich bin Achilles. Na, wie geht's der Ferse? Oh mein Gott, ich bin so lustig. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Och, sieh nur, Posterwand. Du bist ein Stocker, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck. Die Tiere begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Genau. Darth Vader ist es. Hat ziemlich viele Ähnlichkeiten mit Star Wars, ein bisschen oder so. Einige. Woher weißt du, dass es sein Vater ist überhaupt? Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Oh, und für jede körperliche Übungsstunde gab es zwei Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer, ihre Strukturen. Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste.
Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Okay. Das Schlusswort hatte gerade Connor, beziehungsweise Rodon Hagedorn. Und ich würde sagen, ja, schönes neues Jahr und danke fürs Einschalten und seid das nächste Mal dabei. Ciao, Leute.